Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Don't Knock Twice Survival Horror auf der PS4. Geh doch weg. War das hier? Nee, ne? Alter! Okay, das ist ein bisschen billig. Zweimal der gleiche Jumpscare. Ich weiß ja nicht. Hahaha. Was ist das denn? Methadon? Frau J. Webb Thomas. Oh, das steht sogar da drauf. Das ist ja cool. Verschreibung Methadon. Die Tabletten in mindestens 300 Milliliter Wasser, Orangensaft oder anderen alkoholfreiem Zitrusgetränk auflösen. Lassen Sie die Tablette sich komplett in der Flüssigkeit verteilen und dann sofort austrinken. Alles klar. Kriegen wir hin. Was haben wir da? Das gleiche Bild wie unten. Ich habe das Gefühl, hier ist etwas Illegales im Gange. Da ist zu. Noch ein Spiegel. Ohne Spiegelbild. Oh. Wir brauchen einen Schlüssel. Es ist zwar noch nichts passiert, aber ich will nicht mehr. Ich finde diese Atmosphäre so bedrückend. War das ein Telefon? Lesen, da kann nichts passieren. Kind vermisst, ein 9-jähriger Junge. 1,50 groß, braune Haare. Vermisst seit Montag, dem 10. Oktober 2016. Er trug einen dunkelroten Pullover über weißem T-Shirt, blaue Jeans mit weißen Turnschuhen. Bei jeglichem Hinweis bitte folgende Nummer anrufen. Bla bla bla, bla bla bla. Und fallen lassen. So. Ordentlich wieder zurückgelegt. Was ist das? Ein Buch? Ah, 20.000 Meter unter dem Meer, oder wie es heißt. Da ist er doch. Der ist gar nicht vermisst. Ich habe gefunden. Da ist er. Ist das der? Obwohl. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Himmel, Gott. Verdammt. Gott, ja, ein bisschen Licht machen hier, bevor ich hier reingehe. Hallo, Mr. Geist? Ich will es nicht. Alter. Oh, mein Herz. Ich bin einfach zu schreckhaft für solche Spiele. Okay, greifen, lesen. Ich war drogensüchtig und ich hasse diesen Ausdruck. Aber es ist wahr. Als es sehr schlimm war, dachte ich, dass es dir mit jemand anderem besser gehen würde. Ich wollte dich früher zurückholen, aber es wurde mir verboten. Sie sagten, ich sei nicht bereit. Aber jetzt bin ich es. Chloe, ich liebe dich. Gut. Das bestätigt jetzt natürlich. Moment. Oh, das hier ist Chloes Zimmer. Von hier hat sie doch eben. Ah, alles klar. Alles klar. So. Was haben wir da? Hallo? Me and Chloe. Ach so. Oh, wir sind weggerissen. Na gut. Kann ich ihr jetzt nicht verübeln. So, da haben wir noch was. Ah, jetzt geht auch mal schneller, Alter. Da ist noch das Foto, was auch unten auf dem Kamin stand. Und das sieht aus wie ein Tagebuch von Chloe, 31. Oktober 2016. Ich hatte einen Traum, nachdem ich letzte Nacht mit dem ganzen rituellen Zeug herumgespielt habe, das ich gefunden habe. Es war weniger ein Traum, mehr wie das Durchleben einer Erinnerung. Diese schreckliche Tür tauchte vor mir auf. Sie hatte diesen Ziegenkopf, der mir Angst machte. Die verlorene Kinder. Die verlorenen Kinder, genau die aus den Nachrichten, standen da vor der Tür. Und ich schrie: Klopf nicht an die Tür! Zwei laute Klopfe und ich erwachte in kaltem Schweiß. Ich weiß, es ist nur ein Traum und Baba Yaga ist Schwachsinn, aber es wirkte so real.
Okay, ich glaube, Baba Yaga ist eine Hexe, ne? Also kein Dämon. Aber bevor ich hier irgendwas erzähle, ich bin mir da halt nicht sicher, ne? Alter. Was zur Hölle? Was zum Teufel ist hier los? Ist da noch jemand? Ich weiß es nicht. Eventuell der Baba Yaga? Die Baba Yaga? Ich bin mir ziemlich sicher, das sind Collectibles. Und Baba Yaga ist eine Hexe. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Okay, hier war sonst nichts. Ich will ungern was verpassen, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Story-Survival-Horror-Zeug. Du weißt? Eigentlich wollte ich das doch lesen. Aber egal. Wenn nicht soll, dann nicht soll. So. Wir haben immer noch keinen Schlüssel, ne? Weißt du? Ciao. Ganz bestimmt nicht. Ich habe dauernd dieses Klingeln im Ohr. Ist das ein Telefon? Hä? Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so sein soll. Also, ich bin mir da doch schon relativ sicher. Einmal anmachen. Ich hasse dieses Spiel. Einmal anmachen. Ich hasse dieses Spiel. Einmal. Alles klar. Aber wieder was verpasst. Weil ich Esel wieder irgendwo anders hingeguckt habe. Ist das ein Käfig? Schieß mein. Ja, Alter. Okay. Kannst du haben. Ich meine, die hat uns Hure genannt. Was zur. Ist ja nicht so, dass wir die Mutter sind. Nein. Quatsch. Quatsch. Da ist nichts drin, ne? Nee. Aha. Aha. Ich habe das Gefühl, es wird hier gleich klopfen. Was haben wir da? Lesen. Tagebuch von Jess. 16. Oktober 2006. Sind wir das? Hießen wir Jessica? Ich glaube ja, ne? Jessica irgendwas Webb. Ja, das kann hinkommen. Wenn nur Ben hier wäre. Ohne ihn ist alles anders. Er war meine Stütze bei allem und so hilfreich beim Sorgerechtsstreit um Chloe. Er hatte recht, als er meinte, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können. Und es ist nur wichtig, dass ich jetzt das Richtige tue. Das Schlimmste daran, Mutter zu sein, sind nicht die Nächte ohne Schlaf. Es ist die Liebe, die man empfindet, und keiner bereitet einen darauf vor. Ich liebte Chloe seit der Geburt. Was? Ich liebte Chloe seit der Geburt, selbst wenn ich unter Drogen war, als ich sie weggegeben habe, als ich Welten von ihr entfernt war. Und ich liebe sie jetzt. Sie gehört mir und ich werde es nicht zulassen, dass sie mir jemand wieder wegnimmt. Ja, natürlich. Moment, wir sind doch. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Alter. Ich hasse mein Leben. Oh, das mit der Spiegelung ist cool. Das ist cool gemacht. Auch wenn man. Doch, die Kiste sieht. Sieht man auch. Ja, nee, ist klar. Gut. Oh, hier kurz eine Kerze anmachen. Kleine Lichtquelle. Komm, brenn. Brenne. Du hochtexturierte Palmenpflanze. Bird. Also, das ist ein bisschen schade, dass man nicht zoomen kann. Ich glaube, ich habe eine ganz leichte Erkältung von diesem Scheißwetter. Also jetzt in Real Life. Ne?
heißt das? Ach so, ach, genau. Lesen. Vorderseite Jessica Webb Thomas, Saphir-Preisträger 2016. Rückseite. Wasser aus der Quelle, um die unschuldigen verschlungenen Seelen zu reinigen? Ganz bestimmt nicht. Das ist alles fertig und zu. Die Tür war auch zu. Ich habe jetzt echt nicht mehr drauf geachtet. Scheiße, ey. Das gibt's doch gar nicht. Doch, ich glaube, die war zu. Ja. Also müssen wir da hinten. Ich will da hinten einfach nicht hin. Scheiße. Eine Leiter. Ja, gut, ja. Ja. Genau. Warum? Okay, der sah so irgendwie bedrohlich aus. Naja, gut. Oh, da ist noch einer. Gut, dass hier keiner atmet oder sich bewegt. Eine Mutter mit Kind. Kann man da in die Augen gucken? Die Augen sehen doch schon relativ realistisch aus. So. Was? Ernsthaft, was war das? Ich hab. Fuck, ich hab nicht. Was war das? Oh Gott. Oh nein, ich will das nicht. Ich will es nicht. Okay. Und lesen. Tagebuch von Jess. 11. Oktober 2016. Die letzten Tage waren so anstrengend. Chloe hasst mich, aber ich gebe ihr keine Schuld. Ich versuche es wieder gut zu machen und ihr zu zeigen, dass ich nicht mehr die Person bin, die für so viele Jahre unfähig war, auf sie aufzupassen. Sie von mir nehmen zu lassen, war die schwerste Entscheidung meines Lebens, aber es war die richtige. Ich brauchte Selbsthilfe. Manchmal, selbst jetzt, sehne ich mich beim Einschlafen nach einem Schuss. Gott sei Dank habe ich meine Arbeit, die mich ablenkt. Gestern verbrachte ich die ganze Nacht an meiner neuen Skulptur. Ich bin mit dem Entwurf immer noch nicht ganz zufrieden, aber es kommt der Sache näher. Ich wünschte nur, ich könnte dasselbe über meine Beziehung mit Chloe sagen. Ja. Okay. Irgendwas hat sich doch hier eben bewegt. Ich habe das doch gehört. Achso. Ist das dieser Becher von dem Foto? Ich habe ich es kaputt? Was zur? Was war das? Oh Leute, ich bitte euch. Wo ist das Baby? Leute, jetzt mal ehrlich, wo ist es? Warum schwebt er da? Ganz bestimmt nicht. Hättest du wohl gerne. So. Das ist aber nicht der, oder? Doch, das ist der. Okay. Ich frage nochmal. Wieso schwebt der da? Oh Gott, was geht wieder da? Leck mich. Warum machst du das mit mir? Ich hoffe, du stirbst. Das ist doch bestimmt nicht unsere Tochter, oder?
Oder? Ist das vielleicht dieser. Für mich ist. Ich werde mal nach der Aufnahme gucken, was Baba Yaga ist. Aber. Will ich nicht. Was? Will er nicht. Eins besprühen. Alles klar. Ja, wer bist du denn? Alter. Nee. Okay, der sieht noch freundlich aus. Der nicht. Der sieht dann doch schon relativ. Was so? Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, es tut mir leid. Nee, ich will. Und. Ey, wie neu. Ja, doch, passt. Passt schon. Alter, kommt ja. Nee, ne? Nee, okay. Nein, nicht ver. Doch, kommt er. Alter. Ich hasse ihn. Scheiße. Einmal da. Nimm das, du komisches. Ach so. Ach, wir müssen wieder in den Hof. Alles klar. Kriegen wir hin. Doch eben schieß mein, oder? War das auch wieder geträumt? Was flackert denn da so? Hier mal anmachen nochmal. So. Brauchen wir hier nochmal ein bisschen Licht, ne? Was? Gehst du bitte nicht da durch? Fliegst du bitte auch nicht da. Hörst du auf zu. Oh Gott, ich will mich nicht umdrehen. Nein. Ja. Ey, mein Haarspray ist alle. Kann ich die wieder anzünden? Ja, toll. Da. Glückwunsch. Okay. Ich hasse mein Leben, ich will das hier nicht spielen. Lalala. Oh, Alter. Ach so, wo du gerade. Ich bin wirklich verdammt verängstigt. Sie kommen mich holen. Das ist alles. Ah. Meine Schuld. Achso, da kann ich selber nichts. Okay, das wird selber gescrollt. Alles klar. Und da war ein Spiegel. Gut, da hinten waren wir schon. Hier waren wir noch nicht drin. Oh nein. Baba Yaga ist ein Spieler. Ein Spieler und ein Kneipenschläger. Was haben wir da? Vorderseite: Chloe mit 9 Jahren und ihre Lieblingspuppe Ruby. Rückseite: Feuer, um ihr kaltes, totes Herz zu kochen. Was? Wie rück. Was? Fire to cook her cold dead heart. Okay. Das würde ich. Beschwörungsritual: Edelstein des Geistes, Amethyst. Edelstein des Wassers, Saphir. Edelstein des Feuers, Rubin. Edelstein der Erde, Smaragd. Edelstein der Luft, Diamant.
Geist, Wasser, Feuer, Erde, Luft. Ja gut, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, wie ich finde. Aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt es noch. Erstmal hier ein bisschen. Ist die Taste da gerade eben hin? Sag mal, warum hat die denn Zeit, die ganze Zeit hier zu schreiben? Es tut mir leid, bitte hilf mir. Ich meine das nicht ernst. Ich meinte das nicht ernst. Ja, nee, erzähl das mal. Wem anders? Ein Dokument. Alles klar. 9. Mai 2016. Ben Thomas im Auftrag von Jessica Webb Thomas an die zuständige Abteilung. Ich kenne Jess jetzt schon über 5 Jahre und wir sind seit 3 Jahren verheiratet. Es ist eine große Ehre und ein Privileg, dass ich diese Beschreibung meiner lieben Frau verfassen darf. Sie ist meine Seelenverwandte, liebevoll und fürsorglich. Sie ist meine starke Schulter, sie ist meine Stimme der Vernunft und ich bin stolz, dass sie die Mutter meiner Kinder ist. Ich glaube, dass die Vorenthaltung von Chloe gegenüber Jess eine Verminderung von allem ist, was sie zu bieten hat und raubt ihr die verdiente Gelegenheit der Wiedergutmachung. Uns ist bewusst, dass sie vor langer Zeit einen Fehler gemacht hat. Und ich bin mir sicher, dass Jess alles tut, um Chloe Glück, Sicherheit und Liebe zu geben. Sie hat ihr Leben drastisch geändert, ist erfolgreich geworden und ich behaupte, dass sie eine zweite Chance verdient hat. Ja, mit freundlichen Grüßen, Ben Thomas. Sagen wir mal so, sie hat ihr Leben. You are mine? Nein, du hast. Hallo, du hast jetzt meine Tochter? Ich brauche das jetzt nicht. Oh Gott, es passiert einfach nichts. Es ist einfach nur ruhig. Ich hasse es. Achso, Dartpfeile. Okay. Oh! Kann ich. Kann ich? Alles klar. Zielen. Und. Hä? Okay. Nö, dann. Nö, brauche ich nicht. Ernsthaft. Fühle ich mich schon ein bisschen verarscht. Gut, was haben wir hier? Eine abgeschlossene Tür, alles klar. Ja. Okay. Wisst ihr was? Wir machen einfach in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich will das nicht. Habe ich die nicht gerade eben angemacht? Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß an diesem Let's Play. Da ist noch ein. Lesen? Erdgeschoss, Küche, Eingangshalle, Salon, Spielzimmer und Keller. Na gut. Ist das halt so. Ja, gut. Sind das die. Alles klar. Was ist das für ein Geräusch? Oh Gott. Egal, ich will jetzt aufhören. Ich. Nein, ich bin zu schreckhaft für solche Spiele. Vor allem für so eins hier. Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Wuhu. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.